Know the user and tasks. Kenne die Benutzer und ihre Aufgaben. In diesem Blog betrachten wir, warum so wichtig ist, den Benutzer zu kennen, zu wissen, was der Benutzer, die Benutzerin tun möchte mit der Software, mit dem System, was wir bauen. Wir betrachten das Konzept der Task Frequency Analysis, also die Analyse der Häufigkeit von bestimmten Aufgaben und wie das für das Design von Interfaces verwendet werden kann. Wir führen das Konzept Persona ein und zeigen, wie das sinnvoll und wertvoll für den Entwurf von Benutzungsschnittstellen ist. Sie sollen in der Lage sein, zu erklären, warum es wichtig ist, zu wissen, welche Aufgaben Benutzer tun, welche Ziele Benutzer haben, sollen in der Lage sein, eine hierarchische Aufgabenanalyse anhand eines Beispiels durchzuführen und eine sogenannte Stakeholder Analysis, also zu verstehen, wer alles involviert ist und ja, eine grundlegende solche Analyse durchzuführen. Wir gehen zurück ins Jahr 1971, da war ich ein Jahr alt. Und da gibt es einen interessanten Artikel von Hansen, User Engineering Principles. First Principle, know the user. Also schon damals, ganz früh, wenn Sie sich anschauen, was da für Computer gab, kenne den Benutzer, know the user. Ein weiterer Punkt, der hier auch ganz interessant ist, werden wir noch in einem extra Blog betrachten, ist Engineer for Errors. Das heißt, wir wissen um den Menschen und wenn wir um den Menschen wissen, wissen wir auch, dass der Fehler macht. Also ganz interessant, schon sehr, sehr alt. Die Frage, wer ist mein Benutzer, die ist so zentral, weil natürlich unterschiedliche Menschen unterschiedliche Anforderungen an das System haben. Selbst wenn sie alle im gleichen Kontext, im gleichen Arbeitsumfeld sich mit der Software, mit der Software arbeiten, haben sie doch unterschiedliche Bedürfnisse. Und da spielen eben Sachen rein. Was sind die Ziele der Person, die mein System nutzt? Welche Motivation hat die Person? Warum tut sie das? Und das kann durchaus sehr unterschiedlich sein für sogar den gleichen Arbeitsplatz. Was haben Leute für eine Persönlichkeit? Was haben sie für einen Hintergrund? Welche Ausbildung haben sie? Haben sie Training erhalten für das System oder haben sie vielleicht einen ganz anderen Hintergrund? Wie alt sind sie? Welche Fähigkeiten haben Menschen? Und da das eben sehr, sehr unterschiedlich ist, eben so unterschiedlich wie Menschen auch sein können, deshalb ist es wichtig zu verstehen, wer die Benutzer sind. Dann haben wir auch noch innerhalb von der Systemnutzung über die Zeit, Leute fangen an, System zu benutzen und über die Zeit bauen sie eine Expertise auf. Und das zeigt, dass es ja sehr schwierig ist, das zu fassen. Und es gibt dann so Sachen wie Benutzerprofile. Wir werden jetzt mal ins Detail reinschauen, was einzelne der Punkte sind und wo die uns im Design helfen können. Was brauchen die Benutzer? Was wollen die Benutzer? Und hier ist es ganz wichtig, was ist deren Ziel? Was wollen die mit dem System, mit der Software, mit dem User Interface erreichen? Was sind deren Bedürfnisse, um dieses Ziel zu erreichen? Und welche Aufgaben ergeben sich daraus? Und es ist ganz zentral, das vor dem Design des Systems festzulegen. Nicht während man eben das Design macht. Manchmal kommen Sachen dazu. Wir haben über iteratives Design gesprochen. Aber man sollte die Grundaufgaben, die unterstützt werden, im Vorhinein festlegen. Weil bei Software gibt es eben so, ja, den Punkt, man entwickelt und dann ist es ganz einfach, ein weiteres Feature hinzuzunehmen, weil es eben sehr ähnlich ist zum anderen Feature. Und dann denkt der Entwickler, ah, mache ich das Feature noch dazu? Mache ich das Feature noch dazu? Und was das dann am Ende potenziell hat, man baut ein viel komplexeres System, weil man eben mehr Features hat, die man aber gar nicht für die Aufgaben braucht. Und das ist ja die Balance zu finden, die richtigen Features und sich eben nicht hinreißen zu lassen, weitere Features in ein System einzubauen, die aber gar nicht für die Aufgabe gebraucht werden. Und das ist eben dann
ein schlankes Interface, was eben die Aufgabe sehr gut unterstützt mit den Zielen, die die Benutzer haben, versus einer Software, die vielleicht schon alles kann, aber extrem schwierig zu benutzen ist. Und gerade im Business-Umfeld sehen wir das häufig, dass es eben Software gibt, die sehr, sehr überladen ist, was dann zu Frustration bei den Benutzern führt. Und wie häufig bestimmte Aufgaben von bestimmten Nutzerinnen und Nutzern benötigt werden, das zu verstehen, ist wichtig, um eben zu sehen, muss ich sie integrieren und in welcher Form integriere ich sie ins Interface. Wir versuchen natürlich, möglichst wenig Versionen von der Software, von einem Interface zu bauen. Aber manchmal ist eben so die Frage, one size fits all, passt die Software, die wir bauen, für alle? Und ich habe jetzt hier ein Beispiel, nehmen wir an, Sie haben eine Buchungsseite von einer Fluglinie und Sie gehen davon aus, es gibt eben Leute, die professionell Flüge verkaufen im Reisebüro und die buchen jeden Tag eine ganze Menge an Flügen. Die wissen sehr viel über das System. Dann gibt es zum Beispiel einen Lehrer, der so einmal im Jahr oder alle 2 Jahre mal einen Klassenausflug organisiert, wo vielleicht alle paar Jahre ein Flug dabei ist. Dann haben wir Leute, die sehr viel reisen, ein Business Traveler jetzt hier, also einen Geschäftsreisenden, der seine Buchungen unterwegs ändern muss, und das kommt auch relativ häufig vor, ist auch vielleicht nicht ganz so drauf aus, was jetzt genau das kostet. Und dann haben wir vielleicht noch eine Familie, die schaut, ja, wie kann ich jetzt für die ganze Familie ein Ferienpaket? Und jetzt, ja, was brauchen die einzelnen Gruppen von der Website? Können wir uns vorstellen, dass eine Website für alle diese Gruppen gut funktioniert, oder brauchen wir unterschiedliche? Und das ist eben eine Herausforderung, die wir sehr haben, wenn wir über die Verschiedenheit von Benutzern reden. Und da kommen eben die Konzepte des Benutzerprofils für unterschiedliche Benutzergruppen und des Aufgabenprofils, also für unterschiedliche Aufgaben. Und jetzt habe ich hier mal hypothetisch das aufgeschrieben für das Beispiel. Wir gehen davon aus, und ich nenne es mal hier schon Persona, kommen wir gleich noch dazu, was es ist. Wir haben den Menschen, der im Reisebüro arbeitet. Wir haben den Menschen, der schaut, wie gut die Leute im Reisebüro performen, also wie gut seine Mitarbeiter Umsätze machen etc. Dann haben wir eine Familie und dann haben wir den Geschäftsreisenden. Und jetzt kommt eben so, wie wahrscheinlich sind bestimmte Aufgaben. Also der Mensch im Reisebüro macht so alles, macht sehr viel Gruppenreservierungen jetzt in meinem hypothetischen Fall. Der Manager, der macht gar keine Buchungen, sondern der schaut sich eigentlich nur an, wer welche Buchungen macht, wie erfolgreich die sind. Für die Familie ist eben so, wenn eine Familie bucht, dann haben wir ziemlich sicher, dass die eben vielleicht irgendwie Kinderbetreuung mitbuchen. Und beim Geschäftsreisen ist eben das Ändern der Reise, das Ändern von Flügen ganz wichtig. Und jetzt können wir eben sehen, naja, wie müsste ich die Benutzungsschnittstellen für die einzelnen Gruppen bauen? Und dann kann ich entscheiden, kann ich das in eine Benutzungsschnittstelle reinbauen, die vielleicht ein Stück weit adaptiv ist, die ich auf die Benutzer anpassen kann, oder will ich unterschiedliche Webseiten machen? Und hier ist relativ klar, man wird vermutlich für das Management einen anderen Zugang machen wie für die anderen. Die anderen kriegt man vielleicht in ein Interface, wenn man das eben adaptiv auf bestimmte Funktionen machen kann. Jetzt meine Frage an Sie. Instagram, YouTube, eBay, WhatsApp. Was sind typische Personas, die das benutzen? Und was sind typische Aufgaben, die Leute damit machen? Nehmen Sie eines von den Programmen, eine von den Anwendungen und überlegen Sie sich typische Aufgaben und typische Personas, also Nutzertypen. Und ja, machen Sie auch so eine hypothetische, wie häufig die Leute eine bestimmte Aufgabe machen, um dann zu sehen, welche Komplexität eigentlich hinter solchen System dann doch steckt, wenn man verschiedene Nutzergruppen betrachtet. Ich habe mir eBay ausgewählt. Welche Personengruppen habe ich? Ich habe den, der nur kauft. Also der typische Käufer
dann habe ich den Menschen, der ab und zu mal was verkauft, vielleicht einmal im Jahr so ein bisschen den Keller ausmistet und schaut, was er nicht mehr braucht, aber sonst kauft. Dann habe ich jemand, der professionell verkauft und dann habe ich jemand, der professionell neue Dinge verkauft. Und die Aufgaben sind so Sachen wie, ich suche nach einem bestimmten Produkt, ich stelle ein Produkt ein, ich finde gute Anfangspreise für ein Produkt etc. Und jetzt können wir das so ein bisschen weitermachen. Sie kriegen eine Idee. Wenn Sie Instagram nehmen, da ist eben auch die Leute, den Influencer als eine Persona, die Person, die wirklich das nur liest und so weiter. Das heißt, wenn wir das tun, kriegen wir ein viel besseres Gefühl, was unser Gesamtsystem alles können muss. Warum machen wir jetzt so eine Analyse der Häufigkeiten der Aufgaben? Es hilft uns, die Interaktion zu designen. Es hilft uns, gute Interfaces zu machen. Zum Beispiel hilft es uns zu überlegen, was gehört denn ins Menü, was gehört in ein Untermenü. Und da so eine Grundregel, Sachen, die wir nicht so häufig brauchen und die nicht kritisch sind, können ein bisschen weiter weg sein fürs Bedienen. Sachen, die wir häufig brauchen, sollen möglichst schnell und einfach bedienbar sein. Und so, ja, typische Sachen sind, was machen wir in den Toolbar rein? Also was kann man wirklich direkt draufklicken? Wo haben wir Tastenkombinationen, dass man sofort drankommt? Und ja, was packen wir in irgendwelche Dialoge? Und das funktioniert für sehr viele Systeme ganz gut. Wenn wir was haben, wo eben alle Interaktionen gleich häufig vorkommen, dann haben wir natürlich ein Problem, dass wir trotzdem irgendwelche Entscheidungen treffen müssen. Was wir jetzt hier sehen, ist, das Fettdrucken oder das Kursivdrucken oder das Unterstreichen ist was, was wir häufig in Textverarbeitung machen. Deshalb ist es eben auch direkt im Zugriff in der Normal. Also wenn Sie das normal installieren, haben Sie das direkt. Sie brauchen es gar nicht ja, irgendwo in einem Menü suchen, sondern es ist direkt da, wo Sie arbeiten. Zum Beispiel in einem Ribbon oder in einer Toolbar. Wenn Sie jetzt ein Zeichen tiefer stellen wollen, dann finden Sie das irgendwo in einem Dialog weiter unten. Und das ist eben für die meisten Leute, die nehmen neben Fettdrucken häufiger wie Tiefstellen. Wenn Sie jetzt eben bestimmte Dokumente machen oder Chemie oder was auch immer, dann brauchen Sie vielleicht Tiefstellen häufiger als Fettdrucken. Und da kommt dann wieder der Punkt, dass es spannend ist, wenn Leute sich ein Interface an sich für sich anpassen können. Wir haben auch immer ein Trade-offs, wenn wir die Häufigkeit analysieren. Ja, wie viel Sachen wollen wir denn zeigen? Und ich habe hier mal eine Word-Version. Macht keinen Spaß, das zurückzubauen. Eine Word-Version mal ganz viele von den Sachen reingemacht. Und da sieht man, man wird dann relativ schnell an einen Punkt kommen, wo das Interface nicht mehr sonderlich bedienbar ist, weil es eben sehr, sehr voll ist und weil es dann auch sehr lange dauert, da drin was zu suchen. Und da ist eben so die Frage, wie bekomme ich ein Interface, wo der Benutzer sehr schnell drauf zugreifen kann, auf die einzelnen Funktionen, ohne lange suchen zu müssen, aber gleichzeitig, dass ich die wichtigsten Funktionen direkt im Zugriff habe. Und das ist eben so ein Trade-off, den wir dann im Design lösen müssen. Welche Aufgaben machen Leute? Wie kann ich Aufgaben beschreiben? Und hier gibt es eine Vorgehensweise, eine hierarchische Task-Analyse. Hierarchy Task-Analyse, eine hierarchische Analyse der Aufgaben. Und das heißt, wir versuchen zu verstehen, was wir tun müssen, um ein Ziel zu erreichen. Hier ist das Ziel, ich möchte eine Tasse Tee. Was sind die Unterziele? Naja, ich brauche heißes Wasser, ich muss irgendwie den Tee aufbrühen und am Ende potenziell eben noch Milch, Zucker oder Zitrone dazu machen. Und jetzt kann ich das wieder in Aufgaben unterteilen, also um heißes Wasser zu haben, muss ich den Wasserkocher füllen und den dann auch kochen. Dann muss ich irgendwann den Teebeutel rein und so weiter. Das heißt, ich mache eine Hierarchie ausgehend von dem Ziel und komme dann auf die Ebene, wo ich Aufgaben habe. Und wenn wir das jetzt übertragen auf Interfaces, die Aufgaben spiegeln sich dann wieder in dem Interface. Und hier habe ich eben Artefakte, also was brauche ich, um die Aufgaben zu tun? Auch das kann ich wieder analog dazu im Interface sehen. Jetzt hatten wir vorher schon über Nutzer gesprochen
Und da ist die Frage, naja, wir wissen so, wer das benutzt, und jetzt machen wir einen durchschnittlichen User. Und der durchschnittliche Benutzer ist der falsche Ansatz. Weil es gibt den durchschnittlichen Benutzer nicht. Es gibt verschiedene Benutzer, aber den Durchschnitt zu bilden, ist nicht sonderlich sinnvoll. Und deshalb verwendet man Personas, das heißt, wir suchen nach typischen Benutzern und designen für die, anstatt für den Durchschnitt. Das heißt, wir suchen 3, 4, 5, 10 typische Benutzer und wir bauen ein System, das den typischen Benutzern gerecht wird und nicht im Durchschnittsnutzer. Und es lohnt sich auch kommerziell häufig für spezifische Benutzergruppen zu designen, ein System zu bauen. Und wenn wir jetzt hier das Beispiel, was ich mit den Zahlen hier habe, wenn Sie was haben, was für 1 Promille der Bevölkerung interessant ist, dann sind es sehr, sehr große Anzahlen von Leuten. Das heißt, wenn Sie eine Software bauen, die 1 Promille der Menschen wirklich interessiert, die 1% der Menschen, 1 Promille der Menschen hilft, dann haben Sie sehr, sehr große Zahlen. Also wenn Sie Europa anschauen, haben Sie mehr als 500.000 Leute, die dann genau für die Software, ja, die genau diese Software brauchen könnte. Andersrum, wenn wir sagen, wir designen für 90%, und das ist schon relativ schwierig, weil für 90% designen, haben wir 8 Millionen, die wir nicht mit betrachten. Wenn wir für 95% designen, haben wir 4 Millionen, die wir nicht betrachten. Und das heißt, wir müssen überlegen, für wen wir das Design machen, und dazu helfen eben Personas. Ein wichtiges Konzept, beschrieben von Alan Cooper in About Face und im vorigen Buch Inmates Running the Asylum: Software today is often too complex. Also er sagt, die Software, die wir bauen, ist zu komplex, und das führt dazu, dass Benutzer nicht zufrieden sind damit. Und er schlägt vor, als Designansatz, wir nehmen Personas, also Beispiele von Individuen, für die wir designen wollen. Und wenn wir schaffen, deren Anforderungen zu matchen, wenn wir in der Lage sind, die Systeme so zu bauen, dass diese Personen sie benutzen können, dann können sie eben auch von unserer Benutzergruppe genutzt werden. Und die Idee dabei ist, wir designen wirklich diese Personas. Wir geben denen eine Geschichte, wir geben denen eine Ausbildung, wir geben denen Fähigkeiten, und die repräsentieren dann eine Benutzergruppe. Und typischerweise hat man so zwischen 3 und 12 von denen, und damit ist man dann in der Lage zu testen, ob das System auch gut funktioniert. Da werden wir aber im Detail noch drauf eingehen. Warum brauchen wir jetzt diese Personas? Und ein Punkt ist, was Alan Cooper nennt, das Elastic User. Das heißt, wenn wir keine Personas haben, dann wissen wir nicht, ob die Leute das bedienen können oder das nicht bedienen können. Das heißt, wir sind nicht in der Lage zu wissen, ob, ja, unsere Benutzergruppe das bedienen kann, weil man natürlich dann sagt, naja, das kann der schon oder das kann sie schon. Und wenn man eben festgeschrieben hat, was die Benutzer sind, dann muss man sich mit seinem Design eben anstrengen, auch deren Anforderungen zu erfüllen, und kann eben nicht die Anforderungen während des Designs ändern. Das andere ist, was er Self-Referential Design nennt, was wir typischerweise machen: wir bauen das System für uns, also wir gehen von uns selbst aus, und das kann man vermeiden, indem man Personas hat. Und durch das, dass man eben den Personen auch Details gibt, werden unsere Anforderungen viel konkreter. Ich finde das Beispiel im Buch von ihm ganz spannend. Und er sagt eben, naja, wollen wir ein Auto designen? Und wenn wir jetzt sagen, ja, wir haben alle Benutzer gefragt und der Durchschnitt des Autos ist, es soll schnell sein, es soll Spaß machen, das zu fahren, es soll sicher sein, es soll sehr, ja, bequem sein. Ich will große Sachen transportieren, und es soll auch zuverlässig sein und vermutlich auch noch billig. Und wenn man dann so ein Auto designt, dann kommt eben so ein Mix raus. Wir hatten ja schon mal in einem anderen Blog das Homer Simpson Auto gesehen, was eben so alles ein bisschen kombiniert. Was er jetzt sagt, in dem Moment, wenn ich Personas habe und er gibt denen einen Namen, Alessandro, Marge, Dale,
Und die wollen unterschiedliche Sachen, dann kommt auf einmal raus, naja, das lässt sich nicht bauen, aber ich kann drei Autos bauen, zum Beispiel ein Porsche, ein City-SUV und ein Pickup, die eben den Einzelnen gerecht werden. Und damit helfen wir mir die Personas auch, um zu entscheiden, passt das alles überhaupt in ein Produkt rein oder muss ich mein Produkt aufsplitten? Noch ganz kurz als eine Art Ausblick. Meist ist es eben nicht nur der Benutzer, der mit reinspielt, sondern es sind viele andere, die mit reinspielen. Also das sind Leute, die es entwickeln, Investoren, das Management, Zulieferer, die Presse, unsere Verkaufspartner und so weiter. Das heißt, es ist komplexer und wir sagen jetzt immer, wir betrachten hauptsächlich den Benutzer. In der echten Welt ist es aber halt so, dass die anderen mitspielen. Und da sollte man sowas machen, was wir hier als Stakeholder-Analyse bezeichnen. Das heißt, wir schauen uns auf der einen Seite an, wer hat Macht über das Produkt, wer kann sagen, ja, das wird gebaut, das wird nicht gebaut oder das wird so gemacht und wer hat ein Interesse. Und da ist es eben so, die Leute, die viel Interesse haben und viel Macht, wir müssen sicherstellen, dass die zufrieden sind und dass die auch die Benutzer repräsentieren. Die Leute, die wenig Interesse und wenig Macht dran haben, naja, um die brauchen wir uns ganz wenig zu kümmern. Und ganz häufig ist es eben so, dass die Benutzer, die haben relativ wenig Macht, haben aber ein hohes Interesse. Und hier steht in der klassischen Analyse, keep them informed. Und ich denke, das hat sich inzwischen geändert, dass wir versuchen sollten, eben wirklich deren Interessen im Design zu vertreten. Das heißt, dass wir denen auch eine Stimme geben im Design, dass eben nicht nur der Kunde die Entscheidung trifft, sondern dass wir wirklich für den Benutzer designen. Und damit sind wir am Ende von dem Blog. Hier noch einige Fragen, mit denen Sie überprüfen können, ob Sie verstanden haben, was in dem Blog besprochen wurde. Und hier die Referenzen, insbesondere das Buch About Face von Alan Cooper finde ich ganz spannend bezüglich Personas und den konkreten Vorgehensweisen. Auch auf interactiondesign.org findet sich ein sehr, sehr umfangreicher Artikel zum Thema Personas. Hier noch unsere Lizenz und damit bin ich am Ende. Danke fürs Zuschauen.